Also welcher Rapper, Alter, wirklich, ich habe es schon eben gesagt, aber es kommt kein Rapper auf so ein Wortspiel. Ich würde es einfach Cholestyle nennen. Zu gut, einfach zu gut, Digga. Yo, 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 was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, meine Freunde. Und wie immer, ohne langes Rumgerede, legen wir direkt los. Heute geht's mit Kollega los. Rotlichtsonate. Das Intro zu seinem Zuhälter-Tape 5, was im September kommen soll, oder Ende September besser gesagt. Lassen wir uns überraschen. Ich bin gespannt, was der Caller zu bieten hat. Da wird schon mal eine AK weitergereicht, eine goldene AK natürlich. Der Boss zündet sich eine Zigarette an. Hat er sich verdient nach der Action gerade? Bin ich mal gespannt. Hört sich schon mal nice an, das Sample am Anfang. Herzlich willkommen. Schon wieder Intro, oder? Yeah. Du Bitch. Übergestapeltem Cash, noch mehr gestapeltes Cash. Frederik, die Stapel des Cash und bring das Tafelgedeck für das Abendbankett. Sonst Kollegas Reim, Wortspiele, mega geil einfach. Wie er schon aber reinkommt auf den Beat, die Drum fetzt. Jetzt könntest du glatt draufgehen wie auf meinem Marmorparkett. Hallo Deutschland, mir geht's gar nicht mal schlecht. Ich war turned off, vom Game hielt mich paar Jahre bedeckt. Flanierte an Schwanenseeflächen, mein Tagesgeschäft bestand zu lang aus Touren und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen. Ich war lang zurückgezogen wie ein Flitzebogen. Was für ein geiler Satz. Welcher Rapper kommt auf sowas außer Kolle? Einzigartige Nix los, Wortspiele. Los, Kids an der Spitze oben. Daddy ist back, ich erzieh die Sinnesgeboten. Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten. Kid, Rap ist heute neben Profit. Trotzdem ein Tape nach alter Muster, das dein Schädel durchsieht. Wie der Jeju Musik, der geile Beat ist geil, die Drum fetzt, die Snare sitzt geil. Alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der Sohn einer Hure. Wie war der Satz gerade? Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Du bist der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit. Geile Dinger, Alter. Der Sohn einer Hure. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure. Auch ihr Sohn eine Hure. Sie fragt, Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. In meinem Schloss erhält der Mond. Typisches Kollege-Wortspiel. So geil, Alter. Du bist der Sohn einer Hure. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure. Auch ihr Sohn eine Hure. Sie fragt, Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. In meinem Schloss. Also welcher Rapper, Alter, wirklich, ich habe es schon eben gesagt, aber es kommt kein Rapper auf so ein Wortspiel. Ich würde es einfach Cholestyle nennen. Zu gut, einfach zu gut, Digga. Schloss erhält der Mondschein die Fluren. Sucht der Butler mich, folgt er auf allen vier in den koksweißen Spuren. Tritt aufgeschreckt herein, mit Staub bedeckte Mike und sagt Schluss, Boss, mit Tennis, Golf und Bootsreisetouren. Draußen fordern sie, zerberste doch das Land mal. Im Ernst, ich fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer schrieb. Auch das Video ist sehr nice gemacht, auf jeden Fall. Der Butler ist cool. Allein die ganze Optik, sehr nice. Ein paar Kerzenleuchter, Flamme, paar perverse Flows, der beste Host, der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen toleranter. Deine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert, bläst im schäbigen Bordell, an dem mein Buchstabe flackert. Ich mach Blut. An dem mein Buchstabe flackert? Digga, was sind das für Sätze? Zu krass einfach. Schmerzen toleranter, deine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert, bläst im schäbigen Bordell, an dem mein Buchstabe flackert. Ich mach Blut. Geil. Massaker. Sturmwetter, Action, Hurentöchter durchlöchern wie ein Durstlöcherpäckchen, lass die Wurf. Wie einfach diese Ballerinas, sag ich mal, da mit dem Video sich packt. Auch nur Kolle. Messer treffen, ein Schlag ist folgend Drehkicks. Harte Combinations, wie man Zahlen Schloss am Safe geht. Das ist Mafia-Boss-Ästhetik. Labrador im Käfig, melancholisch Mula in der Abendsonne zählen. Immer noch Straßenapotheker. Die Weiber auf den Pferden. Boss-Style von Kolle, wa?
Immer noch King of the Street, immer noch Finger im Spiel. Wie der Zahnarzt von The Game, immer noch Punks auf Distanz halten wie Dragon auf Gewehre. Sonst tanzen sie auf der Nase rum wie Partyhost bei Raves. Ich verlass mich auf dem Leben, auf Kalaschnikowerregen statt auf Spat. Golle könnte einen Film drehen, der würde zu so einem Nobel-Gangster-Boss passen. Basten, die nur redet, ich verachte eure Szene. Yo, mein Name ist Kollega, ich bin hobbymäßig Pusher. Lese Tolstoy im Rolls Royce und ficke deine Mutter. Diese Rapper und den Modemarken-Fetisch check ich leider wenig. Wie die Cops mein Drogenfach Chinesisch. Ich komm rotlichtpartenmäßig. Dominante Gestik und die. Wie die Cops mit Drogenfach Chinesisch. Vögel knicken schneller ein als Origami-Schwäne. Du machst Club-Hits für kleine Kinder. Ich stech dir auf die Brust mit dem Zeigefinger. Schluss mit der scheiße Spinner-Rap. Kann jeder Vollidiot, der sich ne Rolli holt, auf einmal kommen und beknopft. Was ich auch ziemlich geil finde, wie ruhig er einfach mit der Stimme auf den Beat geht. Also hier wird man wenigstens mal nicht angeschrien. Oder alle schreien auf die Beats rauf und die schreien alle schon um die Wette. Hier, Kollege, ganz gechillt, mega geil. Kante Schwänze aus ihren Löchern, Glory Holes, Zuhälter Tape, wenn ich ankomme mit Uzi, gibt es blutige Fäden wie bei deinem Tampon, du Pussy, wieder typisches Ratata, lyrisches Massaker, der Rest macht nur Fake Streams, wie mein künstlicher Wasserfall, lass das Blut spritzen. Bei der Länge von 5 Minuten 30 habe ich mir eigentlich noch einen Beat-Change erhofft, vielleicht kommt er noch, bis jetzt macht es aber nicht den Anschein. Wie bei purpurne Flüsse, dann kurz den Flur durchwischen und die Blutspuren vernichten. Und dann? Ja, nix, das Bosses Hood, Kurzgeschichten sind wie sein Luxusohren, Wristband, da wird ruckzuck durchgekriegt. Was hat sie gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Spritzen, wie bei purpurne Flüsse, dann kurz den Flur durchwischen und die Blutspuren vernichten. Und dann? Ja, nix, das Bosses Hood, Kurzgeschichten sind wie sein Luxusohren, Wristband, da wird ruckzuck durchgegriffen. Kid, da wird ruckzuck neuer Murder-Case, Tick Purple Haze, dass das Hirn wegblimmt. Geil. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach einmalig seine Wortspiele. Wie ruhig er auf dem Beat geht, wie ich schon gerade gesagt habe. Wie der Boss auf Boss macht. Ist wie Kurt Cobain unterm Shirt AKs. Schick im Rotlicht dein Girl raus, da heißt's blown bis zum Burnout wie bei Birthday Cakes. Ey. Back in alter Zuhältermanier. OG, doch so fresh, als wäre ich Rookie of the Year. Geiles Bild. Der Kronleuchter. Der Butler, wie er ihn jetzt das Ding da bringt. Zu geil. Mach nicht auf Zeug, Ticker Kid, du bist ein freundlicher Jointkiffer. Bitch, der Boss ist back wie die 90er. Skyline scheint auf die City. Hustle bis zum Tod, so wie Nipsey. Location-Wechsel. Big Dreams, und der Kreis bleibt klein. Entweder gibt dein Feind klein bei oder du fickst ihn. Irgendwann ist es vorbei, vorbei. Für Gangster ist der Tod prophezeit. Doch es ist noch nicht vorbei. Der Song wurde ja gemunkelt, sollte ja eigentlich mit San Diego sein. Oder viele haben gehofft oder erwartet, dass der Song mit San Diego sein wird, Rotlicht Sonate. Auch laut Eintrag von den Lyrics bei Genius, soweit ich das gesehen habe oder mitgekriegt habe. Aber wie man mitkriegt, ist der Boss hier alleine auf den Song. Vorbei, solange das Red Light scheint auf die Take 9. Geiler Beat. Die Kick ist sehr geil. Saftig, hat Druck hinter. Mag ich so, wenn die Kick so richtig ballert und die ballert schön rein, auf jeden Fall auf den Kopf voran. Der Boss im Boss-Manier. Directed and produced by Mostafa El-Ghari. Geiles Video, definitiv Props gehen raus an Mostafa. Er stapelt das Geld einfach nur noch. Die Mucke dazu, Alter. Ein paar Scheinchen einstecken und noch ein bisschen abchillen. Oh, wenn der Boss das sieht. So, meine Freunde, krasses Video vom Boss. Geiles Intro, ziemlich gechillt. Wobei ich für Zuhälter-Tape jetzt eigentlich wahrscheinlich ein bisschen was Härteres erwartet hätte, sage ich ganz ehrlich. Aber nicht, dass es scheiße ist, also geiles Ding auf jeden Fall. Seine Wortspiele, seinen Reimaufbau, alleine seine Reimketten, die er da aufbaut mit den...
Hurensohn irgendwo, die Mutter der Hure und keine Ahnung, Alter, aber einfach zu krass, einfach zu geil. Das ist typisch Kolle, genial. Ich freue mich auf das Zuhälter-Tape 5. Ich bin gespannt, Leute, freut ihr euch auch auf das Zuhälter-Tape? Wie findet ihr das Video? Schreibt es in die Kommis, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch in die Kommis. Sagt, wie ihr den Song findet. Habt ihr mehr erwartet? War es genau das, was ihr erwartet habt, meine Freunde? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fand das Ding ziemlich stabil. Dies wie ein Adelsgeschlecht, ich war lang zurückgezogen wie Flitzebogen. Nix los. Einer der geilsten Sätze, so simpel, ich war zurückgezogen wie ein Flitzebogen. Mega geil schon. Bloß Kids an der Spitze oben. Daddy ist back, ich erzieh diese Missgeboten. Blick drohen, strenge Fahrttermine wie Pizzaboten. Man müsste den Song echt nochmal durchhören, um auf jede einzelne Line einzugehen, weil bei Kolle sind die Lines durchdacht. Selten, dass da irgendwie was ist, wo ich sagen würde, ey, die Line ist jetzt mega wreck oder so. Gebt euch den Song. Ich freue mich aufs Zuhälter-Tape 5, was Ende September kommen soll, meine Freunde. Kid, Rap ist heute neben Profit. Trotzdem ein Tape nach alter Muster, das dein Schädel durchsiebt. Wie der Jeju-Musik, der alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteor. Der Beat auch geil. Das hier meinte ich, was jetzt kommt. Das checken wir nochmal zusammen ab, Freunde. Die Theorie, du bist der Sohn einer Hure. Du behauptest, deine Mutter sei eine Lady. Ach so, nein, eine Hure, auch ihr Sohn eine Hure. Zu geil. Sie fragt, Boss, was machst du da? Na, ich schlag auf deinen Sohn ein, du Hure. Das ist einfach zu geil, Alter. Das ist Kolle Style, Alter. Kolle Style. Und genau dafür, Dicker, genau dafür gibt's auch diesen Like hier. Weil er damit entertaint. Warum haben wir den Boss noch gar nicht abonniert? Der Boss wurde so eben abonniert, mein Freund. Du hast ein Abo mehr von PPMP Production Music, Woody. Kannst gerne hier ein Abo zurückgeben. So, Freunde, wie immer schon alles wegen des Songs gesagt. Ich finde, der Song ballert. Wie findet ihr den Song? Schreibt es in die Kommis. Macht ein fettes X, wenn ihr euch auf das Zuhälter-Tape Nummer 5 freut. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wieder auf Unterhaltung vom Boss. Fette Beats, fette Punchlines, fette Reimketten. Er liefert, was er verspricht meistens. Leute, wenn ihr euch aufreut, schreibt es ebenso in die Kommis. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Cool, dass ihr dabei wart. Bleibt stabil, bleibt gesund und bis zur nächsten. Peace.